Ein Vorgang übrigens, der auch nur deshalb physiologisch möglich ist, weil das im Plan der Schöpfung schon vorgesehen ist, dass an manchen Vorgängen die paradoxesten und absurdesten und labyrinthisch verschlungensten und komplexesten überhaupt, nämlich den aristophanischen Verkoppelungsvorgängen, solche überaus ekstatisch hohen Lustbelohnungsenergien bereitgestellt werden für diese psychotischen Durchtunnelungsvorgänge, in denen eine kurze Wiederholung der Ein- und Ausstülpungen, sprich die kleinen Tode der Lebenserneuerung und wieder Sterbens und dann wieder Auferstehens und dann hinauf katapultiert werden in die ekstatischen Himmel, als notwendige Gegenkompensation für die dafür zu kopierenden Schmerz-, Anstechungs-, Ausstülpungsvorgänge und somit diese kleinen Todesereignisse mit den allerhöchsten Lustbelohnungen und Genießensbelohnungen und auch einem kurzen psychotischen Durchgangssyndrom belohnt werden, so als ob man sich selber, als ob die Amöbe eine Tentakel von sich ausstülpte und mit der nächsten Amöbe in eins fließen lassen würde, um da ein paar Plasmide zu übertragen und somit ihr innerstes Keimplasma übertrüge, sich hingebe, hergebe, übertrage, wie einen Handschuh, der von innen nach außen gestülpt wird, oder das Fell des Hasen, das ihm über den Kopf gezogen wird und somit dieser Vorgang manchmal mit dem Empfinden der Entgrenzung, der Überschreitung der eigenen Körpergrenzen, der Unificatio Mystica erlebt wird in diesen wichtigsten Reproduktions-Reduplikationsereignissen des Aufeinanderprallens von zwei Sphärenkugeln. Da dieser sexuelle Vorgang als physiologischer möglich ist, nicht nur in den eleusischen Mysterien, durch ein bisschen Drogen und Deprivation und Initiationsriten noch wahrscheinlicher gemacht, sondern eben auch im mystischen Erleben dieser Hysteriker Johannes von Kreuz, Theresia von Avila, selbst Dogen hat, glaube ich, davon gesprochen. Aber diese kurzzeitigen psychotischen Regressionsereignisse, die im Plan der Schöpfung für die sexuelle Transgressionsereignisse vorgesehen sind eigentlich und hier ihre Entsprechung finden in bestimmten Abwehrstrukturen, die an nichts Appetit finden können, außer dem reinsten Nichts, dem pursten, höchsten, dem schrecklichsten, tiefsten, den ungründigsten rein Nichtshaftigkeiten der Leere und Stille und so weiter und so fort. Punkt, Punkt, Punkt.